jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen. Das perfekte Versteck also. Deshalb kommt hier niemand vorbei. Genug! Da! Ja, sind hier und machen. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Überlass das mir. Mach auf mit. Los. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Oh, es klappt! Eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen.
Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Bleib zurück! Fällt mir im Traum nicht ein! Bleib weg! Flieg! Überlass das mir! Der ist für dich! War okay. Ja, aber nicht mehr lange. Volle Konzentration. Es ist vorbei! Jetzt! Wir sind da! Das hat geklappt! Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich nicht Cloud. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Cloud. Na also, wir haben es geschafft.
brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Ist was? Ob das Ganze zu einem Krieg führen wird? Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Was ist da los? Hey! Seit dem Stromausfall. Ich habe mir überlegt, ich befinde mich nun im Inneren von Mako-Reaktor 5. Das finde ich gut. Wie Sie hier wir sehen können, alle gemeinsam steigt immer noch viel Rauch auf. Das dort sind wohl eingestürzte Stahlträger. Die Feuer scheinen bereits gelöscht worden zu sein. Ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher fasst. Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, nun mal richtig? Doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Darf ich Sie in um eine Stellungnahme bitten? Jetzt nicht. Die haben es nur auf die Reaktoren können abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht uns kurz berichten, wie wann die derzeitige Lage in Mako-Reaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Das finde ich gut. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Mako-Reaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Mako-Reaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Das Was finde ich wollen gut. Sie damit wir sagen? Wir sollten alle gemeinsam Avalanche die Stirn bieten. Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Wenn es wirklich zum Krieg kommt? Natürlich ist schließlich meine Pflicht, gehen wir, meine Stadt Cloud. Zu verteidigen. Warum mussten wir den Reaktor sprengen? Unglaublich, diese Avalanche-Spinner. Der Wallbart ist echt gefährlich. Was ist wohl ein gutes Reiseziel für Ah, Aris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Aris! Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Oh. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard.
Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchenhof. Weil ich Bücher lesen will. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Eris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Oh. Vielen Dank im Voraus, Eris. Es soll gut für Pflanzen sein, wenn man mit ihnen spricht. Irgendwann will ich bei Jessie Schauspielerei lernen. Cloud, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Ist auch egal. Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bring Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Manu, wo hatte ich sie noch mal hingelegt?
Blumen. Bin wieder hier. Ah? So, hier. Hä? Oh. Nimm. Gut, dann mal los. Komm, ich zeig dir meine Blumenbeete. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Streng dich an! Ich will das aufklettern. Kommt nicht in Frage. Das ist gefährlich. Der Job war echt spitz. Hallo, Cloud! Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst.
Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an.